6.20 Uhr und ich stehe hier schon mit gepackten Koffern. Es ist Regen angesagt. Eine Regenfront kommt auf mich zu. Ich schätze, spätestens eine Stunde wird es regnen. Deswegen habe ich jetzt schnell alles zusammengepackt. Ich bin ja so um 5 wach geworden. Habe aufs Handy geschaut, Regenradar. Oh, da kommt was. Schnell alles, was heißt schnell, noch ganz ruhig. Alles zusammengepackt, was gegessen, damit ich jetzt noch gestärkt losfahren kann. Ich kann ja unterwegs immer noch mal was essen. Es war ein richtig schöner Platz hier. Ich habe wieder sehr gut geschlafen. Es war hier sehr, sehr ruhig. Von 9 Uhr circa bin ich eingeschlafen. Bis 5, kurz nach 5 durchgepennt. Also unglaublich, wie gut ich hier schlafe in Schweden. Richtig toll. Ich bin richtig gut erholt. Ja, die Beine, die melden sich auch so langsam, dass es doch ganz schön viel gestern war. Besonders das Stück gegen den Wind, das ist irgendwie viel anstrengender als noch einen Berg hochzufahren. Ich weiß nicht warum. Naja, aber es geht weiter. Jetzt nur noch Richtung Süden. Ja, es muss wieder zurückgehen nach Helsingborg. Ja, es sind noch ein paar Tage dahin, aber es muss weitergehen. Heute geht es dann erstmal da drüben weiter an der Küste. Erst nach Modana durch und dann schauen wir mal, wie weit es geht. Da hinten ist so ein Berg, da wollte ich ungefähr mindestens hin, vielleicht ein bisschen weiter. Campingplätze ist ein bisschen rar, aber eigentlich wollte ich auch wieder gerne wild campen. Mal sehen, was das Wetter bringt, ob das lange anhält mit dem Regen oder vielleicht doch vorbeizieht, aber bei meinem Glück natürlich bestimmt nicht. Ist auch nicht so schlimm. Ich hatte gestern und vorgestern ein richtig tolle Tage. Das war es alleine schon wert, die ganze Reise. Ja, und die 1000 Kilometer habe ich jetzt auch voll. Ich weiß gar nicht, wie viel wir nach Helsingborg noch sind. Vielleicht gucke ich mal hier mal. Aber das ist echt klasse gewesen hier. Der schöne wilde Norden hier. Ja, jetzt geht es Samstag wieder Richtung Süden. An dem großen See vorbei, entlang. Und es wird wohl hoffentlich auch schöne Aussichten und Bilder geben. Also, dann wünsche ich viel Spaß dabei. Jetzt bin ich hier im Motala am Strandbad, kann hier sitzen unter Dach. Hier so ein kleiner Metallschirm ist das. Es tröpfelt, es wird langsam immer mehr. Ja, wie angesagt, aber es ist kein Wind, überhaupt kein Wind, also so ganz leicht bloß. Also sehr ungewöhnlich, so kann ich denn auch hier sitzen und bleibe auch trocken. Aber jetzt werde ich erstmal richtig schön frühstücken nochmal, so richtig. Ich habe gerade mir nur schnell reingehauen und dann, dass ich loskomme. Ein großartiges Kaffee oder ein Kakao. Nur brauche ich jetzt nicht. Mir ist nicht kalt. Also lasse ich den Trang ja drin. Aber hier ist es echt schön, nochmal zu sitzen, bevor es weiter in den Regen geht. Dann geht es über den Goethe-Kanal und dann gibt es auch neue Strecke. Dann geht es Richtung Süden. Und dann sehen wir weiter. Also dann bis gleich. Mahlzeit.
Jetzt bin ich wieder auf dem Lande. Alles wieder grün und Aussichten richtig schön. Das Wetter ist sehr merkwürdig. Es tropft und tropft, obwohl die Sonne eigentlich scheint. So schlecht ist es gar nicht. So richtig nass wird man nicht. Ganz merkwürdig, so wie das hier anscheinend irgendwie ist. Und ich habe nochmal nachgeschaut. Bis Helsingborg habe ich jetzt noch Richtung Süden 415 Kilometer. Ja, heute habe ich schon wieder 22 geschafft. Naja, da habe ich noch was vor. Also los geht's. Kilometer 30, ich sehe nichts von dem See, bin aber hier gerade so ein bisschen erhöht, habe eigentlich wieder eine tolle Aussicht ins Schweden hinein. Das Schöne ist, der Raps hier auch noch immer noch blüht, das macht das alles so schön. Was einem echt auffällt, hier sind die Bäume echt noch ein bisschen zurück. Nicht viel los mit dem Wärme hier, obwohl schon mal, bevor ich hierher gekommen bin, lange mal trocken war und sonnig. Aber seitdem ich hier bin, oh, ein Deutscher. Oh, vielleicht ein YouTuber? Wer weiß, die fahren ja auch überall rum. Nicht nur die Radfahrer. Es gibt ja so viele. Oh. Ja, es geht weiter. Navadstena, das ist der nächstgrößere Ort. Der liegt auch wieder am See. Oh, da werde ich ihn auf jeden Fall wieder sehen. Oh. Bisschen ist noch. So, noch nicht auf den Schildern drauf. Das hier ist also die Stadt Vadstena. Muss sagen, echt toll. Ich habe gar nicht so richtig mitbekommen, dass es hier so eine alte Stadt ist. Ich stehe hier auf dem Rathausplatz mit dem ältesten Rathaus Schwedens. Habe ich gar nicht gedacht. Ein Kloster, Gittenkloster. Wir haben noch alte Gemäuer hier. Schloss gibt es hier. Also hier gibt es viel zu sehen. Hier werde ich noch mal ein bisschen hin und her fahren, mir das kurz angucken und dann geht es wieder weiter. Aber hier ist auch der See endlich mal, da könnte man mal wieder einen Ausblick genießen. Boah, ich habe jetzt, was habe ich jetzt geschafft? Boah, 40 Kilometer genau, auch schon wieder, ist noch nicht mal 11. Also kann ich gleich mal die Aussicht auch auf den See genießen. Das Schloss ist echt beeindruckend. Und hier mache ich erst eine Mittagspause. Beim Laden gab es was Leckeres. Und was ist der Zufall, so will? Die Wilhelm Tamm ist hier, die ich gestern im Goethe-Kanal getroffen habe. Und Passagiere haben mich auch angesprochen. Da sind auch Deutsche drauf. Es ist so ein kleines Kreuzfahrt sozusagen. Durch blaue Band von Schweden. Echt super Zufall. Ich bin trotzdem schneller als die. Aber klasse. Mann, was ist das toll. Also ich muss sagen, auch mit Rad, da sieht man immer mehr, als wenn man nur so durchrast mit Auto oder Wohnmobil. Das kann man einfach nur sagen. Ja, es ist einfach toll, unterwegs zu sein.
Ja, es sind nur noch keine 400 Kilometer bis Helsingborg. Oh, ich schaue mir das hier weiter an. Ess was und dann geht's weiter. Man möchte sich schon gar nicht trennen hier. Das ist echt interessant, diese Stadt. Es ist viel zu sehen. Kann ich nur empfehlen. So schön wie es gerade eben in der Stadt war und so miese ist es eigentlich jetzt. Watt in der Strecke gerade, nur durch Felder. Eigentlich gibt es hier gar nichts zu sehen, obwohl der See eigentlich gar nicht so weit weg ist. Über jeden Hügel. Und jetzt nach 15 Kilometer ist man mal einen Hügel raufgekommen und kann auch mal den See wiedersehen. Obwohl man eigentlich immer ganz dicht dran war. Eigentlich eine Strecke zum Vergessen. Also wenn da Wind gewesen wäre, ich wäre jetzt bis hier tot gewesen. Boah, aber ich habe ja Glück. Was heißt Glück? Es regnet immer vor sich hin, nichts Tolles. Ein Regen, den niemand braucht, weil es nützt der Erde hier nichts, den Pflanzen nichts. Niemandem nützt das was. Entweder ordentlich oder gar nicht, aber das hier ist eigentlich nur nervig. Man merkt schon, ein bisschen ist die Stimmung down. Aber naja, Wetterbericht hat ja auch nur gesagt, morgen sollte es etwas regnen, aber ich hatte es schon geahnt, dass das wird überhaupt nicht aufhören, das wird den ganzen Tag dauern. Naja. Ruhig ist es aber hier. Kein Auto, weit und breit. So leer ist das hier. Nur ein paar Kirchen, ein paar Häuser, ein paar Bauernhöfe, Riesenfelder. Ja, und mal jetzt einen Blick auf den See. Naja, es muss weitergehen. Mal sehen, ob das so langweilig bleibt. Kilometer Höllenfahrt sozusagen ist vorbei. Ja, hätte Gegenwind gehabt, da wäre man so mürbe gewesen. Das hätte einen so die Stimmung noch mehr zerstört. Ah, Leute. Aber jetzt zum ersten Mal eine Badestelle, wo man wieder ran konnte an den See. Man, es ist alles privat. Jede Straße, die hineinführt, alles privat. Man kommt nicht an den See. Keine Chance. Alles, ja, eigentlich überall stehen Häuser. Ja, man sieht sie nicht immer, aber da ist auch wieder so eine kleine Hütte und das ist alles immer privat, das ist immer schade. Ja, jetzt ist hier so eine Badestelle, hier dürfte man nicht zelten, steht extra vorne dran. Was bescheuert. Lass die Leute doch machen. Aber nein, es muss wieder alles verboten werden. Obwohl man ja links und rechts von dieser Badestelle theoretisch ja fast wieder zelten dürfte, wenn man einen Platz findet. Ja, aber wie man sieht, es ist so wenig Wind, die Windräder, die drehen sich fast gar nicht. Ein Glück. Aber man denkt immer, oh, jetzt hört der Regen auf und genau in dem Moment wird es wieder mehr. Also das ist echt komisch, weil so grau wie jetzt sieht das ja schon die ganze Zeit aus. Aber es ist echt klasse hier.
Aber das Wasser wird hier nicht wärmer, sondern wieder an einer anderen Stelle. Ohne Sonne ist das echt kalt. Ach, naja, es geht jetzt gleich weiter. Ja, Ortschaften, die kann ich gar nicht benennen. Aber es geht gleich in so ein Naturschutzgebiet. Da geht es auch mal wieder hoch. Da hat man vielleicht mal von oben mal mehr in Sicht auf den See. Mal sehen. Oder es ist nur Wald. Ich habe keine Ahnung. Ja, aber werde ich sehen. Ich hoffe, die nächsten Kilometer werden mal wieder ein bisschen schöner. Getröpfel. Ja, moin. Ihr könnt euch vorstellen, mir geht es jetzt richtig scheiße. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, die GoPro 10 hat wieder eine Karte zerstört. Von den schönsten Tagen, die ich gerade erlebt hatte, die mit Sonne. Askesund und so, die obere Tour, die Nacht. Am Strand zweimal, alles weg. Alles weg, Leute. Ich bin wütend, ich kann nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt noch weitermachen soll. Es macht keinen Spaß mehr. Welche Kamera soll man denn noch nehmen? Alle machen Fehler. Es ist nur noch Schrott auf dem Markt. Irgendwie. Einige machen es, dann machen es wieder nicht. Die einen zerstören das, die anderen machen das. Bei anderen geht der Ton nicht. Also ich weiß es echt nicht mehr. Also ich bin bedient. Ja, ich bin jetzt bei Tag 11 hier. Der ist auch schon fast rum. Bin hier im Regen. Ja, ich habe so viel verpasst. Nicht gesehen. Goethe-Kanal. Die schönsten. Ich habe nur Handybilder. Es ist so scheiße, ich muss es echt sagen. Was ist los mit der Welt? Nur so ein Schrott gibt das auf der Welt. Man will doch was Schönes machen und was ist? Es zerstört sich alles selbst. Ich habe echt bald keine Lust mehr, es tut mir echt leid. Ja, das ist der Anfang vom Tag 11. Ich bin ja schon durch, ich bin Vetsdena, tolle Stadt. Ich habe die Wilhelm Tell bei der Schleusung gefilmt. Alles. Ich weiß es nicht, was los ist, aber warum? Ich sitze hier im Regen den ganzen Tag, film trotzdem. Was ist der Dank von der Kamera? Zerstört mir alles. Ich war schon fast am Überlegen, die endlich nochmal wieder zu ändern, ob das wieder alles zerstört. Ich weiß es nicht. Ja, vielleicht gibt es auch nur Videos von den ersten 5 Tagen und das war's. Weil den Rest muss ich für mich behalten. Es macht keinen Spaß mehr. Echt, Technik, die begeistert. Ja, ich bin ja auch schon fast fertig heute. Ich bin heute ja schon 70 Kilometer gefahren von Modana bis hierher, von dieser schönen Location, die ich hatte. Ach, ja, tut mir leid. Ja, viel Spaß noch beim Rest hier, aber ich bin echt bedient. Und ach, ich könnte regnen, wie das regnet, ich könnte heulen. Ja, viel Spaß noch beim Rest, tut mir leid. Also, es war so eine schöne, das waren die schönsten Tage. Die sind einfach mal weg. Ja, tut mir leid, aber trotzdem viel Spaß mit den folgenden Bildern. Einfach nur genial hier, sauber. Ja, die Reise geht ja weiter, auch nach diesem Schreck. Ja. Also das ist ja genial, das ist ja genau deswegen bin ich hier. Letzten Tage gab es auch einige tolle Aussichten. Aber hier, das bis jetzt finde ich aber der absolut genialste von allen. Also doch nicht alles verpasst. Das ist einfach genial. Deswegen bin ich ja hier, das zu sehen. Ja, wunderbar. Wie viele Kilometer habe ich jetzt eigentlich schon? Ich glaube 70.
Ja, richtig geraten. 70 Kilometer habe ich heute schon geradelt. Wir waren von die ersten 65 eigentlich immer im Flachland. Das einzige Highlight war heute ja die Stadt Vadstena. Aber das ist hier, das ist, oh Leute, das tut mir jetzt gerade richtig gut. Aber ich muss hier erstmal, ich mache hier erstmal eine Pause. Lass alles erstmal sacken und dann geht es irgendwann weiter. Das ist einfach, wow. Hier ist richtig schön. Naturreservat Omberg. Tolle Aussichten. Hier könnte man auch schlafen. Hier gibt es auch so eine kleinen Shelter. Aber ich will heute da nicht hin. Ich fahre noch ein kleines Stück weiter. Sonst ist morgen die Etappe ein bisschen zu lang. Weil morgen möchte ich nach Jönköping. Das sind jetzt ja noch gute 110 Kilometer und viele, viele Berge. Ja, das will ich ein bisschen reduzieren. Aber heute war es nicht so anstrengend, nur hier war jetzt eine größere Steigung. Die anderen waren ja zum Glück ohne große Probleme im Gegenwind oder so. Aber das Komische ist, ich habe blauen Himmel über mir und es regnet. Naja, wird wohl bald mal aufhören. Stand auch ein Schild, Aussicht 200 Meter hier rein. Ja, kann sagen, geile Aussicht. Felsenwände. Wow. Richtig hoch hier. Mann, das wird so warm. Aber es tröpfelt immer noch. Das ist doch echt nicht normal. Aber ich habe jetzt Hoffnung, es richtig toll wird. Aber das ist ja klasse. Ui, ganz schön hoch. Naja, was sage ich, 20, 30 Meter vielleicht. Oh, aber dieser Weg hat sich gelohnt. Es ging auch ganz schön runter. Den muss ich gleich wieder hoch. Aber naja, was tut man nicht alles für eine schöne Aussicht. Vielleicht wird es ja was mit dieser Kamera jetzt. Dass das bleibt für immer. Und hier oben an der Straße angekommen, habe ich mich gleich umgezogen. Von Regenklamotten gleich in kurze Hose. Und gleich die erste Mücke. Also ich muss weiter, wenn ich hier stehen bleibe, kommen die Mücken. Mit Sonne sieht doch die Welt doch schon gleich ganz anders aus. Das ist nochmal der Blick auf den Omberg. Tolles Naturschutzgebiet. So ganz anders als hier rundherum. Hier ist es wieder flacher. Hier wird es wieder etwas flacher. Oh, ist jetzt auf einmal so warm, so schön, als ob den ganzen Tag nichts gewesen ist. Zum Glück ist jetzt noch ein paar Bilder davon. Der schlechtere Teil ist nicht da mit dem Regen.
Aber es ist echt einfach nur klasse. Jetzt mit Regen, ja, habe ich mir doch verdient nach dem Schock heute. Oh Leute, das ist einfach nur klasse. Der nächste größere ist Omhek, glaube ich, so heißt der. Und dann werde ich dann noch einkaufen fürs Abendessen irgendwie und dann werde ich mir einen Platz suchen. 16:30 ist es auch schon wieder. Ich habe heute aber ein bisschen mehr gebummelt, denn ich bin ja sehr früh heute Morgen gestartet. Ja, habe die Zelte abgebrochen und bin losgefahren. Habe es heute echt genossen, trotz Regen, ganz ruhig gefahren, ohne Anstrengung. Und jetzt stehe ich schon hier wieder. Ja, noch gut. Ja, ich glaube 85 Kilometern. Es läuft trotzdem immer noch. Aber wunderschön, Leute. Ja, solche Bilder sind wahrscheinlich nicht mehr vorhanden. Davon hatte ich ziemlich viele. Anscheinend bin ich jetzt angekommen am Shelter. Ich musste den etwas suchen. Es war eine kleine Erfahrt. Einmal bergab zu viel gefahren. Musste wieder hoch, aber richtig steil wieder hochschieben. Irgendwie war der Punkt nicht richtig im campwild.org. Aber naja, ich habe es noch gefunden. Hier ist er. Ich glaube, mit der Aussicht, die da ist, da kann man das aushalten. Ja, es ist schon... Ja, Viertel nach acht, wollte ich schon sagen, 18.15 Uhr, alles gut, bin angekommen sozusagen, werde mich hier breit machen, was essen, Mücken verjagen, ich muss erstmal was Langes anziehen und dann, ja, halt werde ich auch wieder nicht. Ich bin heute ja früh losgestartet, wegen dem aufkommenden Regen, hatte ich das Zelt ja schnell, das werdet ihr ja nicht gesehen haben, wenn ihr die Daten nicht retten konnte, aber... Alter, sind schon wieder 12 Stunden unterwegs. Aber ich habe auch ein bisschen gebummelt heute. War ein bisschen Bummelzug. Hat sich gelohnt. Es sind jetzt schon wieder hier drauf 94 Kilometer. Ja, dafür sind morgen weniger nach Jönköping. Bis dahin will ich fahren. Wahrscheinlich da auf dem Campingplatz. Aber da sind gute Höhenmeter zu packen. Naja, die werde ich wohl hinkriegen. Also heute war es erst ein regnerischer Tag. Motola habt ihr nicht gesehen, da habe ich ja bestimmt Fotos eingeblendet von heute Morgen, da habe ich auch gefrühstückt und dann ja, ging es weiter nach die andere Stadt, fällt mir jetzt der Name nicht ein, wie das immer so ist, die schöne Stadt mit dem Schloss, wo dann auch die Wilhelm Tem da war, die ich gestern noch bei der Schleusung am Goethe-Kanal gefilmt habe. Es war ja so ein schöner Tag gestern. Und vorgestern, aber egal. Ich will jetzt nicht zurückblicken. Es ist so ärgerlich, aber es ist jetzt so. Aber jetzt dieser persönliche Abschluss, der macht doch alles wieder weg, oder? Hier werde ich gut schlafen können. Relativ ruhig, ein bisschen Autos hört man in der Ferne. Aber das wird schon gehen. Also ich werde wieder ins Bett fallen. Ja, und dann werde ich sehen, ob ich jetzt hier noch was filme. Ein bisschen noch, viel Hunger habe ich nicht, aber ein bisschen was muss man essen. Habe ich hier noch ein Feuer gemacht? Glaube ich nicht. Ich habe die Axt jetzt nicht gesehen, sonst könnte man hier nichts kaputt machen sozusagen. Aber hätte man nicht genug Holz wahrscheinlich, es hat ja auch geregnet. Aber naja, es wird schon gut gehen, es sieht richtig klasse aus. Ja, soll ich schon sagen, auf Wiedersehen? Ja, es war vielleicht nur ein kurzes Video. Ich sage mal auf Wiedersehen. Trotzdem noch schöne Bilder geworden zum Schluss, wenn das klappt und diese auch nicht abstürzt, die Karte. Denn bis zum nächsten Mal und danke fürs Anschauen. Moin moin, adieu oder wie man hier sagt, ja. Hals- und Beinbruch, SD-Karten, nicht Zerstörung. Ach, hör auf. Ja, es ist ärgerlich. Ich
Ich kann mich jetzt immer noch ärgern. Ich weiß gar nicht, ob ich schlafen kann deswegen. Aber ich bin sehr kaputt. Also dann bis zum nächsten Mal. Endgültig. Danke fürs Anschauen. Moin moin. Tschüss.